Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus der Reihe Photoshop Basics. Unser Thema heute ist die adaptive Weitwinkelkorrektur. Und ihr werdet euch vielleicht jetzt gerade schon zweimal wundern, weil erstens wir sind in Lightroom und zweitens, ja, was gibt es an diesem Foto hier noch zu korrigieren im Sinne der Weitwinkelkorrektur? Ja, ich wollte mal mit dem Danach-Bild einsteigen und wie gesagt, wir sind gerade im Lightroom, damit wir uns das besser angucken können. Übrigens in diesem Betrachtungsmodus, sprich alles von Lightroom ist ein bisschen abgedunkelt und ihr seht nur das Bild, kommt man in Lightroom mit der Taste L im Bibliotheksmodus. Aber das noch nebenbei. Also das ist das fertig bearbeitete Bild und das hier ist das Original. Und jetzt habt ihr vielleicht schon eine Idee, mit was das fotografiert wurde. Ja, mit einer GoPro. Und der Hintergrund ist, ja, ich wollte einfach mal die GoPro als Fotoapparat mal testen. Aber das ist Thema für ein anderes Video. Aber die GoPro ist ja bekannt dafür, dass sie diesen Fischaugeneffekt hat, zumindest wenn man im Super-Weitwinkelmodus ist. Und den wollen wir jetzt mal versuchen wegzubekommen. Dazu nehmen wir uns, wenn ich hier wieder im Normalmodus bin, das bereits vorentwickelte Bild. Das heißt, ich habe das Bild schon mal entwickelt und mir hier ein paar Schnappschüsse angelegt und da gibt es den Bereich entwickelt und dann sieht das Bild so aus. Mit Rechtsklick gehen wir nach Photoshop. Um nachher einen Vergleich zu haben, mache ich mit Command oder Control J erstmal eine Kopie dieser Hintergrundebene und wir blenden die auch gleich mal aus. So, in der Realität sind das hier und insbesondere natürlich auch das hier alles gerade Linien. Auch hier hinten bei der Häuserzeile sieht man, da ist eine Biegung drin. Ja, das ist der typische Fischaugeneffekt. Und den bekommt man zum Beispiel weg mit Filter, adaptive Weitwinkelkorrektur. So, wenn ihr den aufgerufen habt, ändert sich erstmal gar nichts und dazu suchen wir uns als erstes eine Linie, wo wir schon eine Biegung sehen, aber die nicht zu weit am Rand liegt. Da bietet sich hier dieser Zaun hier an und wir mit gedrückter Maustaste ziehen wir hier einfach mal eine Linie und Photoshop biegt jetzt diese Linie schon so, wie es, ja, es denkt, dass es richtig ist aus den Angaben hier oben. Aber das können wir jetzt korrigieren, indem wir den Regler Brennweite einfach mal verschieben. Verschieben wir mal nach rechts. Gucken wir, was passiert. Na, da kommen wir der Sache schon ziemlich nah. So, war das jetzt zu weit oder nicht zu weit? Probieren wir es mal aus. Das war vielleicht schon ein bisschen zu weit. Das heißt, hier ist da sozusagen der erste Teil der Aufgabe, wenn man so will, sich den Wert hier einzustellen, der die Ziellinie hier so gerade wie möglich macht. Und ich glaube, jetzt haben wir es hier schon ziemlich gut geschafft. Also, das hier ist jetzt gerade, hier unten ist es nicht gerade und hier oben auch noch nicht. Ziehen wir uns mal eine Linie hier unten rein und ihr seht schon, diese Biegung, die wir ja im Prinzip jetzt durch die Einstellung des Crop-Faktors hergestellt haben und es sieht jetzt nach einer Brennweite von ungefähr 20 mm aus, EXIF-Daten hin oder her. Das rechnet Photoshop um. Also ein 20 mm Objektiv würde sich in der Verzerrung, Fischauge wie gesagt, ist ja oben eingestellt, so verhalten. Lassen wir die Taste los. Und wenn wir das außerhalb vom Bild machen, wie gerade, dann passiert gar nichts. Also machen wir es innerhalb vom Bild. Und dann gibt es wieder große Rechnerei und wir haben es jetzt gerade. Es ist allerdings schräg, aber es ist gerade. So, bei der Häuserzeile da oben wird es ein bisschen schwieriger, weil die ist ja, ja, einmal ist sie gebogen durch das Objektiv eben, aber die Häuser sind unterschiedlich hoch. Aber wir probieren es jetzt trotzdem mal. Auch hier sehen wir, insbesondere im linken Teil, dass sich diese Kurve, die wir da deutlich erkennen können, weil da ist so ein Sims, ich gehe mal mit der Linie weg, damit ihr den sehen könnt. Also im linken Teil von dieser Kurve hier, da sieht es schon ziemlich gut aus. Wir lassen das auch los. Und jetzt ist auch dieser Teil gerade. Und ihr seht schon, damit habt ihr nicht einfach einen Automatikmodus, der euch da irgendwas drüber klatscht, sondern ihr könnt das ziemlich gut beeinflussen, was da passiert. Und jetzt sind die Linien, die wir gerade haben wollen, also hier die Häuserlinie, der Zaun hier und diese Pflasterreihe, die sind jetzt
ideal gerade, noch nicht waagerecht, aber sie sind gerade. Wir sehen aber auch jetzt hier an den leeren Flächen, das Bild ist schon ziemlich stark verkrumpelt worden. Hier fehlt uns dann schon einiges. Das heißt, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Aber im Sinne der adaptiven Weitwinkelkorrektur ist das Thema eigentlich erledigt und wir können jetzt auf OK klicken. Jetzt will ich euch aber nicht mit diesem verkrumpelten Foto hier hängen lassen, sondern ich zeige euch jetzt noch ganz kurz, wie ich das weitergemacht habe, damit es dann wirklich so ausgesehen hat, wie wir das gerade am Anfang im Danachbild gesehen haben. Und da hilft uns jetzt die adaptive Weitwinkelkorrektur nicht mehr weiter. Was wir jetzt brauchen, ist ein Transformationsmodus, so ähnlich oder so, wie es ihn auch in Lightroom gibt, aber wir sind in Photoshop. Also gehen wir jetzt noch schnell in den Kamera-RAW-Filter. Dort in den Transformationsmodus. Und dort haben wir genauso wie in Lightroom die Möglichkeit, hier Hilfslinien sozusagen anzulegen. Und jetzt kann ich mir markieren, was möchte ich gerade haben und ja, was nicht. Wir haben ein bisschen Architektur im Hintergrund. Das ist so eine Regel, nennen wir es mal. Die senkrechten Linien eines Gebäudes sollen auf einem Bild bei einer Architekturaufnahme auch immer senkrecht sein. Also ziehe ich mir hier mal diese beiden rein. Und jetzt sage ich mal, ja, was nehmen wir denn? Gut, diesen Zaun möchte ich auf jeden Fall gerade haben. Und jetzt machen wir es ganz extrem. Diese Pflasterreihe, die war nämlich auch gerade, die möchte ich auch gerade haben. Und damit sieht unser Bild jetzt so aus. Und ihr erkennt es vielleicht schon, das sieht dem von vorhin jetzt schon ziemlich ähnlich. Wir sagen mal okay. Und jetzt fehlt uns natürlich hier einiges. Das können wir jetzt zuschneiden, dann gehen uns die Zweige hier verloren und von dem Pflaster bleibt auch nicht mehr viel übrig. Bevor ich sowas zuschneide, schaue ich mir erstmal an, was kann mir Photoshop denn hier noch anbieten? Wie unterstützt mich hier Photoshop? Ich mache mal nochmal eine neue Ebene, Command oder Control J. Einfach, damit wir wieder zurück können ohne Probleme. Nehme jetzt das Polygonlasso-Werkzeug und markiere mir hier mal mit ein bisschen Überlappung die Bereiche, die jetzt keine Pixelinformation haben. Nachdem ich die markiert habe, drücke ich Shift Backspace, Shift Löschen und komme damit in den Modus Fläche füllen und hier ist eingestellt inhaltsbasiert. Sagen wir okay. Command oder Control D hebe ich die auf. Ja, man sieht zwar, dass da eine Wiederholung drin ist, aber das hat sich schon ziemlich gut gefüllt. Und das mache ich jetzt mir hier einfach mal weiter. Dann nehme ich mal den Bereich hier. Gleiches Spiel. Das sieht schon richtig gut aus. Manchmal muss man solche Sachen dann mehrfach tun, damit am Ende was Vernünftiges rauskommt. Aber wir wollen jetzt hier nicht zu viel Zeit verschwenden. Das sieht auch ganz gut aus. Und machen das jetzt hier mal einigermaßen quick and dirty. Wie gesagt, leichte Überlappung, nicht zu viel. Shift, Backspace. Da wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen problematisch werden. Ja, okay, hier fängt Photoshop an zu zaubern mit den Pflastersteinen. Aber das soll mich jetzt auch mal nicht interessieren. Und jetzt machen wir das gleiche hier oben auch noch. Tap, tap, tap. Und mit den Zweigen wird es wahrscheinlich auch problematisch werden. Jo, das sehen wir schon ziemlich deutlich, dass das problematisch wird. Aber egal. So, und jetzt habe ich ein bisschen mehr Spielraum, was mein Zuschneiden anbelangt. Möchte ich die Zweige drin haben? Wenn ja, muss ich hier noch ein bisschen was tun. Machen wir gleich. Die hier hätte ich schon ganz gern drin. Und ja, die Pflasterreihe, ob ich die drin haben will oder nicht, ich weiß es nicht. Schauen wir es uns mal an. Gehen wir hier in das Freistellenswerkzeug. Und löschen. Ich möchte es jetzt einfach mal freistellen nach Lust und Laune. Und jetzt gucken wir mal, was hier so am besten ist. Da oben vielleicht. Na. Ja, bei den Zweigen muss man sich entscheiden. Drin oder nicht drin. Ich sage jetzt mal, die hier möchte ich auf jeden Fall haben. Und die Pflastersteine, ihr habt es am Eingangsbild gesehen, die habe ich rausgenommen. Damit ich hier ein bisschen meine Drittelregel hier einbehalten kann, sprich die Gebäudeunterkante möchte ich auf der Drittellinie haben. Also lassen wir es mal so und kümmern uns jetzt mal hier um diese Zweige noch schnell. Und einfach hilft hier der Bereichsreparaturpinsel. Könnte man jetzt alles wegmachen, das wäre eine Variante.
oder man macht sie gezielt weg, da wo es einfach ja, nicht gut aussieht, weil irgendwie die Zweige im luftleeren Raum rumhängen. Ich nehme jetzt mal diese Variante, das heißt, ich male die jetzt mal hier an mit dem Pinsel vom Bereichsreparaturwerkzeug und gucke mal, was Photoshop damit macht. Ja, da entwickeln wir uns schon in die richtige Richtung. Jetzt malen wir hier noch ein bisschen weiter. Muss man jetzt eventuell ein paar Mal über die gleiche Stelle gehen. Der Zweig hier ist auch irgendwie im luftleeren Raum. Aber ihr seht schon, da kommt man so ganz allmählich hin. Ein bisschen was muss man noch tun, aber das ist heute nicht das Thema. Aber ihr seht schon, jetzt haben wir das Bild. Ihr seht jetzt aber auch schon, wenn ihr genau hinguckt, ich mache es mal ein bisschen größer, die Schwächen an dieser Methode und sicher vielleicht auch die Schwächen an der Kamera. Das sieht hier alles ziemlich gut aus, so im zentralen Bereich. Auch hier sieht es gut aus. Das Originalbild war ein bisschen schräg aufgenommen und das seht ihr jetzt hier an dem Baum. Der ist so verzerrt worden, dass er jetzt hier unscharf aussieht. Aber das ist jetzt ein Thema, das speziell mit dieser Kamera zu tun hat. Jetzt kommt noch eine kleine Ergänzung. Ich gehe nochmal zurück nach Lightroom. Hier in der Bearbeitung sind wir fertig. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Bild. Und zwar gehen wir... Wo sind wir hier? Genau, wir sind hier im Originalbild. Übrigens Format GPR. Das ist nämlich das RAW-Format von der Hero 6. Und auch in Lightroom gibt es eine Möglichkeit, diese runden Linien hier wegzukriegen. Und zwar gibt es unter Objektivkorrektur, das kennt ihr, die Profilkorrektur aktivieren. Und Lightroom erkennt die Kamera und macht dann das hier daraus. Ich nehme es nochmal raus. So und so. Das hier vorne ist immer noch schräg. Hier hinten, ja, das könnte einigermaßen stimmen. Dieser Lattenzaun hier ist immer noch ein kleines bisschen gebogen. Aber das hier ist halt sozusagen eine fixe Einstellung. Vergleichen wir es mal mit dem, was wir in Photoshop machen. Und ich würde sagen, die Photoshop-Variante gefällt mir sehr viel besser. Das Bild sieht auch etwas gestauchter aus, als es in der Realität ist. Das hier kommt der Realität wesentlich näher. Ja, würde ich mal so sagen. Genau. Ja, und das, wir nehmen wieder die Taste L. Wenn man die zweimal drückt, ist es dann ganz schwarz drumherum. Das war die adaptive Weitwinkelkorrektur in Photoshop. Ausprobiert bzw. vorgeführt an einer GoPro-Aufnahme. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Sagt mir mal, was ihr von diesem GoPro-Bild halt. Ja, das Motiv ist nicht so besonders toll, aber ich sag mal so von den Farben her, vom Kontrast her, sieht es gar nicht so schlecht aus. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Fotografieren. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne der Daumen nach oben. Und wenn ihr neu seid auf dem Kanal, herzlich willkommen. Dann, wenn ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt, und das wird ganz genau nächsten Donnerstag sein, dann abonniert doch meinen Kanal und vergesst die Glocke nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.